Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf dem Kanal von Behindi und Tour. Schön, dass du mein Video anmachst. Ja genau, wieso also beginne ich jetzt das Video von, also wieso beginnt Lilly Lu, also mein Name, ich heiße Dein Name. Also mein Name ist Lilly und... Leute, also erstmal ganz schnell, ich muss jetzt mal jemanden machen, ich will das gar nicht. So. Okay, fangen wir also an. Das ist jetzt ein Zeitsprung des Todes, weil ich meine, ich habe lange kein Video mehr hochgeladen. 2 Monate. 3 Monate? Eine lange Zeit auf jeden Fall. Wie lange ist dein erster Vlog her? Mein erster Vlog. Du hast nur zwei Vlog hochgeladen. Du hast nicht mehr als 2 Vlogs hochgeladen. Ich habe mehr als 2. Nein, abgesehen von den Urlaubsvlogs. Abgesehen von den Urlaubsvlogs habe ich nur noch 2, glaube ich. Ja, genau. Channel. So. Schön, dass du mich fehlst. Ja, sorry, Mann. Dein Kamerawinkel ist anders als meiner. Ja, mein, also erstmal so. Es tut mir vollkommen scheißleid. Total leid, dass die Qualität miserabel eklig ist. Weil ich habe einfach meine Kamera vergessen. Ich bin der schlechteste YouTuber der Welt. Nicht. Nicht mein Gesicht. Ganz ruhig. Oh, mein Bubi. Oh. Das habe ich in meinem Video auch schon gemacht. Mein Auto weh. Also, wir gehen jetzt wohin? Wir gehen jetzt in die Stadt, wir gehen jetzt ins Kino. Und Maggies. Und Maggies. Und wir backen heute Pizza. Wir backen später noch Pizza. Aber mal sehen, ob wir das sehen können, was ist kritisch hier alles. Ja, reden wir vielleicht später noch. Wir gehen jetzt ins Kino. Dann gehen wir zusammen, wir gehen ins Maggie. Dann gehen wir in die Stadt. In die Stadt. Also nein, wir sind in der Maggie ist in der Stadt. Wir laufen dann die Fußgängerzone lang und dann kommen wir ins Kino und dann, weiß ich nicht. Dann gehen wir zurück. Und weil wir haben heute ein großes Programm vor uns. Ich würde einfach sagen, wir haben viel zu lange für meine Verhältnisse geredet. Aber und ich hoffe, ihr habt mich überverstanden. Aber ich denke schon. Willst du irgendwas sagen? Wichtiges? Nee. Nee? Jetzt einfach Spaß haben. So sieht's aus. Tschüss. Das ist eine Steuerung. Das ist eine wichtige Information. Die macht man hier an. Jetzt ist sie an. Oh, das war vielleicht Werbung. Tut mir sehr leid. So sieht meine Steuerung aus. Das ist eine wichtige Information. Ich mache jetzt Zeitraffer. Und hier ist der Steuerknüppel. Und sie machen Zeitraffer. Oh, auf jeden Fall schon. Okay. Jetzt waren wir in der Kurve. Leute, wir können gerade nicht gescheit schauen. Lili, guck mich mal an. Guck mal, aber hier. Ja, wir machen jetzt. Oh Gott, ich habe aus Versehen. Leute, also das ist nicht mehr zumutbar. Ich sehe richtig cool aus mit dir. Leute, das ist nicht witzig. Dieser Aufzug. Der stinkt. Stachus stinkt nach Pisse. Meine Jacke ist im Weg. Und der fährt auch noch so langsam. Und jetzt müssen wir wieder Schluss machen. Oh, okay, dann kommen Leute. Bis später. Leute, versteck mich hier. Ich kann auch reinfahren. Das ist jetzt, guck mal, wie lange es dauert, um dass 2 Leute in ihre Aufzug passen. Jetzt darf ich. Der riecht gut. Oh, sorry. Das war kritisch. Der riecht nach McDonald's. Stimmt, bisschen. Wieso ist eigentlich meine Steuerung mitten im Weg? Sorry, sexy Perspektive. So, Leute, nächster Step: Aufzug nach oben zum Maggis. Oh, da sind Leute. Und ich film weiter. Ich auch. Oh mein Gott, ich glaube, als erstes raus. Ja! Okay. Kurze. Hallo, Perspektiven-Switch. So ist besser. So. Maggie, aufpassen, dass mein Toni runterfällt. So. Wackelig. Weil hier ist doch das Eislaufding. Ja. Aber wir haben ja die Olympiahalle, das ist näher. Das ist besser, ja. Aber ich glaube, da dürfen wir nicht drauf. Hier? Ich glaube nicht. Naja, jetzt geht's erstmal zum Maggie. Der hat neue Schilder. Der hat einfach Weihnachtsschilder. Lilly fährt ein bisschen komisch, aber okay. Hilfe. Mensch, meine Jacke ist irgendwie immer im Bild. Heute ist irgendwie zu viel los. Noch gar nicht. Ja, ich habe nicht. Leute. Ich habe auch heute nichts gegessen. Doch, wir haben Frühstück. Peace. Ja, sorry, die Perspektive ist gerade irgendwie nicht so geil. Servus. So, wir sind hier von Maggie, dem angeblich meistbesuchtesten Maggie der Welt. Wirklich der meistbesuchte.
Nein. Hat man gehört. Welt. Doch. Europa. Nein, echt. Echt? Ich habe gehört, es soll der beenden. Das ist sehr rollstuhlgerecht. Was hast du gehört? Das ist der weltweit. Ja, ich glaube nämlich auch. So, auf jeden Fall echt? Ist der weltweit das meistgesuchteste. Umsatz. Also der macht am meisten Umsatz. Genau, meist umsatzmäßigste Maggie. Ja. Nicht rollstuhlgerecht. Muss ich auf jeden Fall sagen. Aber wir holen uns trotzdem was zu essen. Ich hab schon Hunger. Ja. Die Lilly schnorrt sich jetzt alles Danke. Zusammen. Lilly, was soll das? Ja, mein Essen wartet noch halt drin. Okay, stimmt. Und sehr schön. Sehr, wie auch. Leute, unser Essen kommt jetzt. Treppe, ne? Treppe? Treppe, auf der anderen Seite. Warte. Ich kann jetzt nicht switchen. Ich zeig euch das gleich noch. Lilly. Der ist ja so rollstuhlrecht, dieser Maggie. Genau, und jetzt haust du noch am besten nochmal auf meinen Tisch, damit es noch mehr wackelt. Sehr gut. Welches Teil ist der Welt mit? Tag, Marcellus. Lilly, ihr hättet irgendwas gewonnen. Danke, Matteo. Nur bei manchen. Oh, fuck. Bei Matteos war es jetzt. Servus. Ich habe ein Eis gewonnen. Oh mein Gott, ich habe ein Eis gewonnen. Leute. Ich weiß, aber es gibt nur bei diesen Gewinnen. Traurig. Hast du auch Sticker auf deiner Fahrt? Ich finde das auch sehr traurig und meine Perspektiven sind immer beste. Ich bin best Perspektiven-Vlogger. Freunde der guten Unterhaltung. Ich fahre erst drin. Wir waren bei Maggie. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie es aussah. Sah aber echt eklig auf der Kamera aus. Deswegen mache ich es nicht. Ist jemand drin? Okay. So, jetzt fahren wir mal rum. Noch mehr rum. Ganz an die Wand. So ist gut. Wenn es Geräusche macht, dann ist man perfekt. So, jetzt erstmal. Jetzt gehen wir ins Kino. Oder die? Ja. Ich bin richtig Servus, genervt. Freunde. Schau mal, der vloggt auch gerade. Und wir gehen jetzt ins Kino und wir waren hier gerade. Sie hat mich einfach unterbrochen. Nee. Aber hier bin ich richtig genervt, weil es so voll ist gerade in der Stadt. Und Black Friday ist. Und das stresst mich richtig, wenn so viele Leute da sind. Ich habe dann durchaus ein bisschen Platzangst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich gerade voll gut belichtet. Ich sehe gerade, dass es wieder voll wird. Egal. Einfach durch. Ich sehe gerade auch, wenn ihr mich nicht versteht, kann irgendwie hier durchquetschen. Niemanden über die Füße fahren. Kathi, hallo. Oh, hier geht's wieder. Hier war nur gerade so eine irgendeine Mauer. Wie? Nee, also eine Mauer aus Menschen. Finde ich nicht gut. Ja, von unten sieht man einfach am besten aus. Nee, sieht man am hässlichsten. Doch einfach. Nur weil ein Pantomime-Kino. So, jetzt gehen wir ins Kino. Also. Wieder von unten, weil hier sind viele Leute, viele Leute. Also wir gehen jetzt back zum Business. Dann gibt's erstmal Fett Pizza gibt's, Lilly. Ja, ich wollte einmal weg, da sind so laute Leute. Ja, auf alle Fälle. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt erstmal zur U-Bahn. Füße! Noch mehr Füße! Hallo! Das war die Füße. Du bist zu mir gekommen. Hast du Schmerzen? Wer hat Schmerzen? Kannst du mir selber sprechen? Aber gell, bei dir kam mal so eine Frau, ich sitze halt mit meiner Mama in der U-Bahn und diskutiere über irgendwas und dann kommt die Frau, der meine Enkelkinder, die kann ich zu Ostern nicht mehr beschenken. Ich gebe dir 2 Euro und ich kaufe dir bitte was. Uns so. Haben sie auch viel Geld geschenkt. Guck mal, ich bin so grün, weil mein Rollstuhllicht ist grün. Alter, er steht in der Tür. Fancy, gell? Okay, wir fahren jetzt wieder zurück und essen Pizza. Und das wird krass, Diggi, krass. Also Leute, Lilly, willst du auch irgendwas sagen? Ja, Mann, es ist so voll hier. Ich bin genervt von Menschen, die zu dumm sind, um in eine U-Bahn ein- und auszusteigen. Wir sind jetzt hier in der U-Bahn-Station, dadurch werde ich gemobbt. Ganz eindeutig, ich rufe jetzt die Polizei. Leute, ich bin ein Geist. Peace, guck mal, ich bin ein Geist. Oh. Echt so, Euler. Haben wir gesehen. Euler, Leute, keine Prügeleien, bitte. Leute, aber Real Talk jetzt mal. Ich hab Warnblinker an. Ding ist, ich kann das jetzt, guck. Mein Rolli-Akku, dem fehlen 2 Striche. Okay. Sehr gut, darf ich durch, bitte? 20%. Handy-Akku. Wollt jetzt erstmal Real Talk, Lilly? Willst du auch was sagen? Ja, mein Handy. Oh, Kathi, sorry. Okay, jetzt. Lilly, willst du auch was sagen? Ja, mach ich. Mein Handy-Akku beträgt nur noch 20%. Magische 20%. Leute, ich hätte ja eine Powerbank dabei. Aber
sie hat kein Kabel mitgenommen. Und ich bin ein iPhone-Besitzer und sie ist ein Huawei-Besitzer. So warm, dann ist eigentlich, es war unten in der U-Bahn so warm, aber es ist immer noch so warm, obwohl es mitten im November ist, fast Dezember. Ich bin so aufgeregt. Fuck, Alter. Gut, ich muss mich mal beruhigen hier. Also Leute, wir fahren jetzt zurück ins Business. Ja. Hinter uns ist jemand. Was? Hinter uns ist ein Babymann. Ein Babymann ist hinter uns. Also Leute, wir waren ja gerade im Kino und ich wollte noch erzählen, wie das Kino war. Das Kino war so ganz okay. Du hast so viel Licht und ich hab den Fehler gefunden. Oh, Lilly. Leute, ich hab den Fehler in der Matrix gefunden. Ich hab mir extra mein Licht angemacht. Nee, Mann, man sieht mich trotzdem nicht. Nee, ich bin weiter unten. Du sitzt noch viel weiter unten. Und deine Jacke verdeckt es auch. Ja. Okay, Leute. Scheißegal, ich liebe euch. Nee, auf jeden Fall. Janik! 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 Alter, jetzt wär das der Tod gewesen. Nein! Nein, gar nicht, Rippenbruch! Nein! Lüge! Ich kenn das Original. Also Leute, ich wollte noch was sagen. Und zwar, sieht folgendermaßen aus, der Film. Der war ganz okay. Also, wir haben Happy Death Day geschaut. Ich weiß, ganz viele YouTuber haben dazu voll die fette Cross-Promo gemacht. Traust du dich hier durchzufahren? Dann nicht, Assi. Gut, dann mache ich nicht alleine. Weil das dunkel, ich habe Angst im Dunkeln. Wir haben gerade einen Horrorfilm geschaut, der Lilly. Auf jeden Fall, da dreht es halt darum, Happy Death Day. Guckt euch mal den Trailer an. Ich kann euch das gerne unten verlinken, wenn ich dran denke. Was? Kurz Hand wechseln. Okay. So, sehr gut. Ja, wenn ich dran denke, verlinke ich euch den Scheiß. Wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Einfach googeln. Nee, jetzt bin ich gerollt im Rotlicht-Milieu. Fährst jetzt da durch? Nee. Warum nicht? Lass gemeinsam durch. Lilly, wir haben gerade einen Horrorfilm angeschaut. Es ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Leute, ihr seht mich nicht mehr. Ich kann kein Licht anmachen, weil mein Handy akku leer macht nur noch 10%. Ganz schnell weg, mein Handy laden. Wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, aber mein Handy ist voll aufgeladen. Also. Das ist ein Handschuh. Leute, ich wollte noch erzählen, der Horrorfilm war ganz okay. Man hat sich schon ein paar Mal erschreckt, durchaus. Nein, nicht nur, ja, aber nein, du wusstest halt, wann dich erschreckt. Ja, genau. Und trotzdem, weil wenn man sowas sieht, erschreckt man sich einfach. Pass auf, wie gesagt. Hallo. Ja, ja. Gott, das schon, aber es geht halt darum. Es geht darum halt. Das, ich fand den Film relativ vorhersehbar. Ich habe auch viele Vermutungen in dem Film aufgestellt. Für mich selber und auch anderen Leuten mitgeteilt. Ich weiß, Kino darf man nicht reden. Habe trotzdem gemacht. Aber ich habe so zu 60% waren meine Vermutungen schon richtig. Galilee? Ja, meine auch. Genau, Peace, Bro. Achso, Peace. Oh, warte. Gleich. Man sieht dich nicht. Warte. Komm, lass mich vor dich. Jetzt, wir essen jetzt gleich, denke ich mal. Jetzt vielleicht in einer Stunde. Ich habe auch null Hunger, muss ich durchaus zugeben. Mir wird langsam kalt. Leute, ich will ja nichts sagen, aber wir haben eine Nacho-Box noch übrig. Wir haben eine ganze Popcorn übrig. Wir haben uns eine ganze Knabberbox gekauft. Wir haben 5-6 Packungen Chips. Wir haben, was haben wir noch zu essen gehabt? So Stangen, so Brotstangen. Das haben wir noch gar nicht gegessen. Das hat Kathi sich gekauft. Ja, das haben wir noch gar nicht gegessen. Ja, das hat sie gerade. Ich erzähle gerade, was wir noch haben. Ach so. Ich hab's gesehen. Mann. Was hast du gerade gesagt? Hast du gerade gesagt, das ist noch einer? Es geht zu weit, ich werd gemobbt. Ich schmeiß mich jetzt vors Auto. Schau mal unsere Lichter an, wie geil. Oh mein Gott. Bleib mal stehen, lass Selfie machen. Oh, Lili, du musst es mir schicken, bitte, okay? Okay. Okay, spring du da. Na, Leute, wir machen jetzt Selfie. Wir wollen Selfie machen. Oh, das sind 2 Euro. 2 Euro! Matteo, geh mal weg. Ich bin halt klein und auch klein insgesamt. Da kommt ein Auto, fuck. Schnell rüber! Oh mein Gott, aua. Okay. Wir haben es geschafft. Oh, Lili kann man wieder sehen. Oh mein Gott. Will man ihn nicht sehen. Lili hat sich gerade gedisst. Alter, Leute. Alter. Ich freue mich so. Ich freue mich gerade richtig. Leute. Rüber. Unsere Bodies bleiben bestimmt stecken. Oh mein Gott. Oh, fuck. Ich stecke. Warte, geh weg, Kathi. Oh Gott. Scheiße. Warte. Nein, ich bin weg. Ja. Okay, drück, Kathi! Drück!
Warte, soll ich darüber jumpen? Warte, warte! Warte! Lili, okay! Soll ich darüber jumpen? Ja, wenn du befallen dann nicht! Warte! Warte! Warte, warte! Ich muss rückwärts! Ich muss rückwärts! Ich muss den Berg loswerden! Warte! Okay, Mann! Warte! Fuck! Gib Hände weg, Hände weg, Hände weg! Fuck, Alter, Leute! Leute! Alter! Okay, nein. Ich hab... Ja, warte, warte, ich dreh mich um, okay? Warte, geh weg, geh weg, 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 weg! Also, erstmal habe ich... Warte, 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 warte! Warte, das alles... Warte, dein Auto... Nein, das habe ich alles gerade durchgezogen. Von da hinten, wo Janik steht. Ich habe jetzt sozusagen eine kleine Lücke gebaut. Aber er will durch den Stapel. Nein, ich will durch. Ich will auch mit Absicht durch. Ich kämpfe! Einen halben Baum mitgenommen. Wach, bitte! Hör auf doch mal hinzutreten gegen ihn, Mann! Junge! Diggi! Diggi, Alter! Alter, harte Nummer! Diggi, Mann! Leute, wir haben den Weg erkämpft! Wer steht da, Matti? Alles klar! Leute, wir haben uns den Weg erkämpft! Für die anderen haben wir ihn freigemacht und da hängt ein Matti! Lili hatte gerade meinen Unfall des Jahres! Ich habe den Stein noch gesehen und ich bin nicht. Ja, ich bin dagegen gefahren! Was machst du da? Ja, gut, da muss ich das jetzt aufhören. Tschüss.